Ja. Er hat das gewisse Etwas, das sicherlich ein bisschen mehr ist als das smarte Lächeln und das Grübchen am Kinn und die warme Stimme. Er ist ein Star zum Anfassen und das erlebt derzeit ein Millionenpublikum im Schloss am Wörthersee. Und seine Fans freuen sich über die neuen Hits des Schlagerkönigs. Bei uns in der Schaubude singt er ein kleines bisschen Zärtlichkeit und hier ist er, Roy Black. Irgendwann hast du mit mir geträumt, manchmal nachts in meinem Arm geweint. Mitten in der Nacht bist du gegangen, mitten in der Nacht kamst du zurück. Wieder fing ich an, an dich zu glauben, es war nur ein Augenblick. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß es nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Irgendwann warst du dann wieder da, wieder fiel der Morgen auf dein Haar. Schmetterling der Nacht tanzt deinen Reigen, auch wenn dir dabei ein Flügel bricht. Schmetterling der Nacht, du sollst nicht bleiben, nur mit Tränen im Gesicht. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Roy Black, wir können ihn natürlich nicht gehen lassen, ohne wenigstens Carmen, ein paar Sätze miteinander gesprochen haben. Schön. Roy, Sie sind derzeit der Star im Schloss am Wörthersee, in der Renommierserie von RTL+. Und Sie hatten mit der ersten Folge also eine ungeheure Zuschauerresonanz. 6 Millionen haben zugeschaut. Das sind 2 Millionen mehr als bei Thomas Gottschalk. Waren Sie darüber selber überrascht? Ja, natürlich. Wir alle haben geredet über die Serie, haben gesagt, also wenn wir auf 2 Millionen kommen, dann sind wir alle glücklich und dann freuen wir uns und dann machen wir weiter. Also mit der Zahl hat keiner gerechnet. Was ist denn nun eigentlich jemandem, der da so voll drin steckt, wichtiger? Die Zuschauerzahlen oder die Kritiken? Mir sind die Zuschauerzahlen wichtiger, weil meine Kritiken waren in den 25 Jahren Geschäft eigentlich nie sehr gut. Ich war keiner, der gut bedacht worden ist mit Kritiken. Na gut, also wie es auch immer sei, ne? Egal jetzt, wie das mit den Kritiken ist. Die Serie ist ein Renner, Sie sind der Stars, können Sie ja nur eigentlich ungemein freuen. Aber ich habe über Sie gelesen, Sie haben mal gesagt, Sie können sich über die schönen Dinge im Leben gar nicht mehr so freuen. Es ist so viel Schönes schon passiert. Aber ich meine, da gab es ja auch schlechtere Zeiten. Nein, ich kann mich schon freuen. Ich kann nur sagen, dass ich nicht mehr so blauäugig bin und euphorisch so leicht bin. Weil ich weiß, wie schnell man wieder unten ist und das Auf und Ab des Lebens doch ziemlich kennengelernt habe. Also wenn das jetzt alles so richtig schön weitergeht, wird der Serienstar eines Tages dem Schlagerstar gefährlich? Ich sehe mein erstes Bein als Sänger
und bin unheimlich stolz und glücklich und eigentlich auch als Schwabe sehr zufrieden, dass ich mal ein zweites Bein als Schauspieler habe. Na, da freuen wir uns doch drüber. Ja, so, Roy, schön, dass Sie da waren. Ich tue jetzt etwas, was viele Frauen nicht verstehen. Ich lasse Sie alleine. Oh, das ist wirklich schade.